Nichts besteht für immer. Die Sterne, die Bäume, die Tiere, die Menschen. Alles, was ich über den Kampf weiß, weiß ich von dir. Napoleon Bonaparte zerstörte das Reich der Deutschen und bot ihnen dafür eine Mischung aus Aufklärung und Abhängigkeit. Die Deutschen verloren ihren patriotischen Kurs und schwankten unentschlossen zwischen Weltbürgertum und Nationalstaat. Doch dann trat dem romanischen Welteroberer Napoleon die germanische Vergangenheit entgegen. Der junge Heinrich von Kleist wollte Stolz und Patriotismus in den Herzen seiner Landsleute zu neuem Leben erwecken. 1809 schrieb er sein Gedicht »Ruf der Germania« an ihre Kinder. Horchet, durch die Nacht, ihr Brüder, welch ein Donnerruf hernieder. Stehst du auf, Germania? Ist der Tag der Rache da? Zu den Waffen, zu den Waffen. Was die Hände blindlings raffen, mit dem Spieße, mit dem Stab, strömt ins Tal der Schlacht hinab. So verlasst voran der Kaiser eure Hütten, eure Häuser. Schäumt ein uferloses Meer über diese Franken her. Eine Lustjagd. Wie wenn Schützen auf die Spur dem Wolfe sitzen, schlagt ihn tot. Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht. 1808 ließ Kleist Arminius den Cheruskerfürsten wieder auferstehen, den er Hermann nannte. Hermann und seine Kampfgefährten bei einer Lagebesprechung. In Kleists Hermannsschlacht steht Hermann als germanisches Vorbild für die leidenschaftliche Bekämpfung der französischen Fremdherrschaft. Getragen vom tiefen Hass gegen die napoleonische Besatzung, wollte Kleist seine Landsleute aufrütteln. Die Hermannsschlacht ist radikal und schreckt vor unmenschlichen Tönen nicht zurück, um das heiß ersehnte Ziel zu erreichen, die Befreiung Deutschlands vom fremden Joch. Um Himmels Willen, Hermann, welch ein Gerücht läuft durch den Lagerplatz. Ganz Teutoburg ist voll. Es wird in wenig Stunden ein fürchterliches Blutgericht ergehen. Dem Tode wäre die ganze Schar geweiht, die als Besatzung hier zurückgeblieben. Ja, die Sache hat ihre Richtigkeit. Mit allen Römern? Die Guten mit den Schlechten? Rücksichtslos? Die Guten mit den Schlechten. Was, die Guten? Das sind die Schlechtesten. Der Rachekeim muss sie zuerst vor allen anderen treffen. Zuerst? Unmenschlich. Wie mancher ist, dem wirklich Dankbarkeit du schuldig bist? Du bist nicht klug, Thusnelda. Ich will die höhnische Dämonenbrut nicht lieben. Solange sie in Germanien trotzt, ist Hass mein Amt und meine Tugend Rache. Kurz, wollt ihr, wie ich schon einmal euch sagte, zusammenraffen, Weib und Kind und auf der Weser rechtes Ufer bringen? Geschirre, golden und silberne, die ihr besitzt, schmelzen? Perlen und Juwelen verkaufen oder sie verpfänden? Verheeren eure Fluren, eure Herden erschlagen, eure Plätze niederbrennen? So bin ich euer Mann. Wie? Was? Die eigenen Fluren sollen wir verheeren? Die Herden töten? Unsere Plätze niederbrennen. Nicht? Nicht? Ihr wollt es nicht? Das eben Rasender, das ist es doch, was wir in diesem Krieg verteidigen wollen. Nun denn. Ich glaubte, eure Freiheit wär's. Die Freiheit. Um nichts anderes geht es Kleist in seinem Theaterstück. Er will dem Deutschen Stolz und Freiheitswillen einpflanzen. Ihn erinnern an das Beispiel seiner germanischen Vorfahren im Kampf gegen die römischen Eroberer. Wofür hast du gekämpft? Wir kämpfen für die Liebe. Wir kämpfen für unsere Freiheit.